Ach, Jesper. Halli und hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Sims 4. Der Don Lothario ist am Essen, die anderen schlafen und rennen rum und spielen, also die Tiere spielen und die Laura schläft. Die June ist auf der Arbeit. Total müde, die kommt nach Hause und ist erstmal richtig platt, glaube ich. Sehr angespannt, das Bild hier sagt schon alles. Das ist halt immer schön, wenn man zwei hat, ne? Dann können die sich auch ein bisschen miteinander selbst beschäftigen. Und spielen miteinander. Und wir haben hier schon wieder Müll. Der Waschbär hat was gemacht. Oh Gott. Über Mülleimer ausräumen belehren. Ja, auf jeden Fall darf er das nicht tun. Das sollten wir... Ach Gott, die Tiere machen Chaos. Snacks hat gelernt, nicht im Müll zu spielen. Das ist doch schon mal was. Das erste Tier hat irgendwas gelernt. Yeah. So, jetzt räumen das mal auf, Don. So. Es hat hier nicht viel Erfolg. Unser Tier ist schon komplett schmutzig. Wie kriegen wir denn das hin? Nicht im Müll zu spielen. Ah, der Don steckt fest oder so. Nein. Stopp. Haben wir sie jetzt belehrt? Irgendwie nicht. Ich glaube, Tierpflege hochheben. Wir brauchen unbedingt eine Badewanne, ganz dringend. Die June, die June schläft hier sowieso schon gleich ein. Die absetzen, genau. Bitte nicht mehr Müll zu spielen, auf jeden Fall. Das machen wir jetzt nochmal. Oh, Sweetie hat gelernt, nicht den Müll zu spielen. Man muss nur resistent bleiben und dann... Mehr Auswahl Tierpflege. Bitten das Geschäft zu erledigen. Hochheben. Ja, ich sehe es schon hier. Wenn die Sims mit den Tieren etwas besser befreundet sind, dann, also die soziale Leiste in den grünen Balken höher geworden ist, dann kann man die Gedanken der Tiere so ein bisschen sehen in Sprichblasen. Und dann sieht man eben, wenn die zum Beispiel dann ihr Geschäft erledigen müssen oder so. Und ja, das ist dann schon ganz vorteilhaft. Wo ist denn... Ach, hier läuft sie. Was genau macht sie?
Ist mir nicht klar. So, Freundschaft anbieten. Und dann bringen wir sie wieder ins Haus. Das ist sehr schön. Hat mit Sweet die Freundschaft geschlossen. So, ich glaube, sie sollte ja irgendwie auch noch ihr Geschäft erledigen, die Feifei. Aha. So. Wir kriegen das hin. Mit ein bisschen Geduld kriegen wir es auch hin, die zu erziehen hier, unsere Hündchen. Ich glaube, der Don hat es jetzt auch langsam verdient, schlafen zu gehen. Ich will mal gerne im Kaufmodus gucken, was die billigste Dusche kostet. Also beziehungsweise was die billigste Badewanne kostet. 800. Okay, das kriegen wir hin. Dann sollten wir das jetzt mal so machen, dass wir die verkaufen. Ah, und wir haben immer noch nicht genug. Da müssen wir nochmal ins Inventar von den Sims. Aber da müssten wir eigentlich jetzt hinkommen. Erstmal noch die Äpfel. Die Erdbeeren. Das können wir noch verkaufen. Haben wir denn jetzt genug? Ich hoffe mal. Denn das ist voll wichtig, dass wir eine Badewanne haben, in der wir die Tiere auch baden können. Sieht zwar jetzt komplett nicht schön aus, aber egal. Wir müssen immerhin die Tierpflege gewährleisten können. Weil ich glaube, sie ist nämlich schon richtig stinkend. Und na, der soll jetzt erstmal schlafen gehen. Das machen wir dann, wenn er dann wieder fit ist. Oder die Laura kann das eigentlich. Die Laura kann mal aufstehen. So, baden. Sweetie baden. Wenigstens noch das machen, bevor sie auf die Arbeit geht, ne? Sollte sie schon. Party Friends, sie spielen gar nicht hier. Sweetie baden. Hallo? Zack. Wenn die Sims mal das machen würden, was man ihnen sagt, ne? Da wäre es so schön. So. Tun. Dann bist du dran. Body Shape Video. Oh, das ist cool. Trainieren. Plumboma Tanzvideo. Das ist auch neu. Das gab es auch früher nicht. Neue Features hier. Oh, wir haben Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Alle haben Geburtstag. 2 Tage bis zur Alterung. Alle haben bald Geburtstag. Dann sollte die June ein bisschen Backfähigkeit noch trainieren, glaube ich. Alles klar, ist irgendwie schon cool. So.
So, das reicht, glaube ich. Die June hat was Wichtiges zu tun. June, du musst backen lernen. So. Probier mal hier Zuckerkekse zu backen. Los geht's. Jo, die hat schlechte Laune, das sieht man. Die knallt die Kühlschranktür zu. Aber es wird schon. Oh Gott, June. Die June muss noch ein bisschen üben. Zum Glück hat sie noch 2 Tage Zeit, noch Kuchen backen zu üben. Für den Geburtstagskuchen dann. Weil da ist noch einiges zu tun, glaube ich. Ich glaube, ich möchte Aufmerksamkeit. Und der Don muss zur Arbeit. Der verpasst gerade seine Arbeit irgendwie. Es ist aber jetzt gerade super wichtig, dass die June backen übt. So, die heutige Post wurde zugestellt. Wir haben bestimmt Rechnungen gekriegt. Ja, 382. Da weiß ich ja, was wir dann mit dem Einkommen machen. Kräuterheilmittel brauen, oh mein Gott. Gummifutterrezept kochen. Eigentlich will ich ja nur mal backen. Backen. Fertig Brownies. Nee, June, komm, weitermachen. Ein oder zwei Punkte können wir doch steigen. Snacks geht ins Katzenklo. Levelaufstieg. June kann jetzt Haferflockenkekse, Getreidemarshmallows, viereckige Brot und Fischpastete in der Küche backen. Cremetörtchen, Donuts, Puderzucker glasieren. Okay. Ja, Törtchenfabrik haben wir ja keine. Aber ist nicht so schlimm. Hauptsache, die haben alle gleichzeitig Geburtstag. Ja, wir packen das mal weg. So tun. Der Geburtstag von Laura naht. Ja, der Geburtstag von jedem naht hier. Mit Laserpointer spielen. Das können wir doch mal machen. Da kriegt die June bestimmt bessere Laune. Ein Whirlpool kaufen. Träumt ein bisschen. So, das sieht doch schon sehr viel besser aus. Soll die June noch den Joghurt noch essen? Und ich glaube, dann am besten nochmal backen üben. Backen. So, was können wir denn jetzt alles? Getreide, Marshmallow, viereckige Brotstangen, Fischpastete. Dafür bräuchte man dann einen Fisch, ne? Haferflocken. Ja, komm, nehmen wir dann die Haferflockenkekse.
denn eigentlich mit ihrem Bestreben aus? Meisterköchin, da muss noch ein bisschen. Level 5 der Feinschmecker-Kochfähigkeit erreichen. Die June hat noch ein bisschen was zu tun. Was für ein Arbeitstag. Laura ist wieder zu Hause. Das ist gut. Können wir schon die Post... Nee, noch nicht. Müssen wir noch auf den Don Lotario warten. So, die June ist, glaube ich, ziemlich müde. Die soll mal hier das noch säubern und dann auch schlafen. So, braucht Vergnügen. Ja, passt, ja. Ihr habt ja bald Geburtstag. Gibt ja bald hier eine Geburtstagsparty. Bei der Arbeit beschämend, was? Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor all seinen Kollegen zum Gespött zu machen. Alles klar. Man braucht ja sonst nichts. So, Laura. Geh mal das aufräumen, bitte. Und dann hätte ich ganz gerne... eigentlich, dass du dich hier nochmal um die Hündchen kümmerst. So, Don ist nach Hause gekommen, außerdem hat er tolle Arbeit geleistet und außerdem kann er jetzt die Rechnungen bezahlen. So, Sweetie hier absetzen. Dann holen wir mal die Feifei. Bitten, das Geschäft zu erledigen. So, und ich glaube, wir könnten sie jetzt baden. Okay, und er... Ja, das ist irgendwie voll die gute Arbeitsteilung hier. Oh, yes. Klappt das jetzt? Ja, ich glaube, das klappt. Es. Nehmen Sie mit. So, nice. Geht doch. Dann kann er gleich mal schlafen. Obwohl er auch irgendwie schon mal duschen müsste. Laura badet hier die ziemlich gründlich, glaube ich. Und es war auch notwendig. In ein Tagebuch schreiben, Laura. Was sind das für neue Wünsche? So, am besten wäre eigentlich, die Feifei auch noch zu baden. Dann sind auf jeden Fall beide Hunde wieder sauber.
Und ja, die June. June muss dann zur Arbeit gehen. Während die Laura die Feifei jetzt da zum Baden holt, würde ich dann sagen, ich sag euch hier erst einmal Tschüss und Bye-bye. Habt viel Spaß auf YouTube. Eure Kalugia.